Moin aus Bremen, ich bin der Steinfluencer. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mal an einem besonderen Tag, nicht am Dienstag wie sonst immer. Es liegt daran, dass ich mal wieder ein Set vorab zeigen kann und will, also vor Release. Und zwar dieses hier. Aus der 100 Jahre Disney Jubiläumsserie. Das Haus aus dem Film Oben. Ihr seht es vielleicht etwas undeutlich durch meine Beleuchtung. Und es ist ein längs gehaltenes Set, deswegen kann ich mit dieser Kamera, also es ist schon ein Fischauge, es passt hier einfach nie. Ihr seht, wie beengt die Verhältnisse sind auf meinem Tisch. Es ist das Haus aus dem Film Oben. Ich hatte schon mal so ein Haus als Mock gebaut. Möglicherweise habe ich dazu ein Video gemacht und das habe ich möglicherweise mal oben verlinkt. Aber dies ist halt original Lego. Ist ein sehr, also ich freue mich schon die ganze Zeit, seit ich weiß, dass es dieses Teil gibt, freue ich mich drauf. Es hat 598 Teile, also 600 Teile knapp und kostet offiziell 56 Euro bei Lego. Gibt es aber schon mit Rabatten, wenn man, also zum Start schon mit Rabatten, kostet also günstigste, was ich jetzt gesehen habe, ist 43 Euro etwa. Also so ungefähr in dem Dreh müsst ihr rechnen. Ja, und das würde ich gerne zusammen mit euch aufbauen und angucken. Und das machen wir jetzt. Also los geht's. Kennt ihr den Film Up eigentlich? Also, oder Up heißt er in Englisch, also Oben. Der heißt wirklich nur Oben. Denn wenn ihr den nicht kennt, unbedingt gucken. Ich spoiler so wenig wie möglich, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Es ist Hauptdarsteller. Es ist ein Film, bei dem es um Tiere geht, um Beziehungen, lange Beziehungen, um ein ganzes Leben im Grunde genommen. Ein wunderschöner Film. Er ist wirklich schön. Auch ein bisschen sentimental, aber und natürlich auch ein bisschen crazy. Das ist ja logisch, das ist ja letztendlich ein Disney-Film. Hier sind drei wunderschöne Figuren dabei. Ich bin mal wie immer völlig uninformiert, ob die exklusiv sind, aber über diese Figur von Carl Fredriksen würde man, glaube ich, in Schweden sagen. Ich glaube, es ist ein schwedischer Charakter. Über den freue ich mich am meisten, weil der mein Gesicht hat. Also ich bin nicht ganz so grießcremig, aber ich habe ja auch inzwischen graue Haare. Der hat, glaube ich, weiße Haare. Und Russell und Duck als Hund und ein Eichhörnchen ist augenscheinlich auch noch dabei. Warum habe ich das Set vorab gekriegt? Ja, weil ich ja absolut recognized Lego Fanmedia bin. Nein, natürlich nicht. Beim örtlichen Galeria in Bremen, den es noch gibt, stellen sie die Sets gelegentlich ein, zwei Tage vorher schon ins Regal. Und schlage ich dann immer zu. Und ich würde sagen, jetzt packen wir es mal zusammen aus und dann schauen wir mal, was das wird, wenn wir das dann zusammen bauen. Und das ist also wieder so ein Karton zum Eindrücken hier. Und auch den werde ich nicht aufheben, mangels Platz. Ich weiß schon nicht, wo ich das Set hinstellen soll. Ich muss sagen, oben in meiner Lego-Straße, die ihr ja nur von Erzählungen kennt, weil ich sie nie zeige. War das alles? Ja. Meine Lego-Straße, die da oben ist, da steht dieses gemockte Haus aus dem Film ab. Und das werde ich dann wahrscheinlich ersetzen durch dieses hier. Wir haben augenscheinlich vier Bauschritttüten. Ja, okay, dann legen wir die mal schön sortiert zur Seite. Wir haben einen Stickerbogen übersichtlicher Art. Ja, kann man find ich okay jetzt. Ne? Es ist die Möbel, also das Mobiliar auf dem Bau der Türen und ein paar Bilder. Wie gesagt, es geht um eine Liebesgeschichte. Es ist im Grunde genommen eine langjährige und wirklich eine wunderschöne Geschichte, die ich euch sehr ans Herz legen möchte. Die Geschichte, sondern den Film würde ich euch gerne und sehr ans Herz legen. Ich würde vorschlagen, wir machen ein Speedbild. Das Set ist zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos, ich nehme das am 30. März auf, ist das Set halt noch nicht erhältlich, jedenfalls, also es sei denn, man geht bei Galeria vorbei deshalb kann man die Anleitung noch nicht runterladen, deswegen gibt es die Papieranleitung, dann können wir uns die auch einmal kurz angucken, ist hier oben natürlich schon kaputt. Dann der neue Stil oder der aktuelle Stil der Lego-Anleitung, wir schauen einmal rein nach hinten. Es besteht aus 15 Bauschritten, das ist wahrscheinlich nicht richtig, das sind
für das kleine Teil hier. Man baut ja hier nebenbei was. Offenbar ist das ein separates Bauschritt, es ist 213 Bauschritte, bis man das ganze Haus fertig hat und dann nochmal 15 Bauschritte für dieses Zusatzteil. Und wie üblich inzwischen unten mit dieser Baufortschrittsanzeige, hier wandert diese kleine Figur entlang und wenn man hinten angekommen ist, ist das Haus fertig. Und so machen wir es dann auch. Ich hoffe, ich kriege das hier auf meinem kleinen, wirklich begrenzten Bautisch. Ihr glaubt gar nicht, wie klein das hier ist. Hier sehen wir nochmal die einzelnen Bauschritte, ne? Also was wir in den einzelnen Tüten bauen. Das Haus ist quasi nur eine Front. Ne? Das sieht man auch hier, es ist halb, wenn du so willst. Es ist eigentlich ein Spielset. Und ja, dann würde ich vorschlagen, ich fange einfach mal mit Bauschritt oder mit Bautüte 1 an. Derzeit immer noch Plastiktüten, obwohl es eigentlich längst Papiertüten sein sollten. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber offenbar scheint der Prozess der Umstellung, also von Plastik auf Papier, schwieriger zu sein. Oder es ist so, dass diese Sets, die wir hier jetzt noch sehen oder die wir hier kriegen, einfach schon so weit im Voraus produziert wurden, dass das Papier noch kein Thema war, was ich mir nicht vorstellen kann, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, wann so ein Set konzipiert wird und wann es letztendlich verpackt wird, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss ich sagen, macht sich Lego an der Stelle ein bisschen unglaubwürdig, dass sie da jetzt irgendwie sagen, wir machen Papiertüten. Und ich habe das schon bei der Pyramide von Gizeh, da war schon so ein Zettel mit drin, dass sie demnächst dann anfangen werden mit Papiertüten. Das Video zur Pyramide habe ich euch mal verlinkt. Und ich müsste jetzt umständlich mal auf meinem Kanal gucken, wann ich das Video zur Pyramide gemacht habe. Und anhand dieses, da könnten wir ja gucken, wann das war. Also wann dieser Zeitpunkt war, wann Lego uns das erste Mal, oder mir zumindest, wann ich das erste Mal damit in Kontakt gekommen bin, dass Lego Papiertüten verwenden will. Während ich hier so umständlich rede, habe ich einfach mal meinen Kanal aufgemacht am Rechner und gucke da jetzt mal rein, wann ich das Pyramidenvideo gemacht habe. Ich muss so weit zurück. Da, das Pyramidenvideo ist vom 26.05.2022. Das ist also, wir haben jetzt Ende März, Anfang April, das ist also 11 Monate her. Und in diesen 11 Monaten ist genau nichts passiert. Ist okay, ich will jetzt auch nicht so lange über die scheiß Papiertüten reden. Ich wollte nur sagen, so viel dazu, zu diesen Ankündigungen. Man sollte es einfach sich schenken. Heutzutage gilt nicht nur für Lego, das gilt auch für viele andere Companies. Es wird immer viel angekündigt, weil Ankündigung ist in den Köpfen der Menschen dann immer gleich so, als sei es schon passiert. Wenn etwas angekündigt wird, ich rede noch und wir machen gleich den Speedbuild, aber ich baue jetzt erstmal ein bisschen so. Also wenn man etwas ankündigt, dann ist in den Köpfen der Menschen das schon so. Es ist ja angekündigt, folglich ist es schon da. Und dann lässt man sich doch noch über ein Jahr Zeit. Und das ist heute modern. Und dann sagt man aber nichts mehr, warum. Es wäre ja auch überhaupt kein Problem zu sagen, hat er ein Doppelgesicht? Ja, wir nehmen aber das sehr strahlend. Ich nehme immer das freundlichste Gesicht, was ich finden kann, wenn ich Minifiguren baue, weil Minifiguren sind in meinen Augen freundliche Wesen. So, also ne, man kann sich doch, also kann ja immer mal passieren, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert, das ist ja auch gar keine Frage. Die Sache ist halt, die Größe könnte man dann schon haben, finde ich, zu sagen, ja, wir haben da was auch immer für Probleme und bitte habt noch ein bisschen Geduld. Aber stattdessen packen wir einfach nur einen Zettel rein. Und alle Leute haben das dann im Kopf, ja, kommen ja Papiertüten und Lego ist ja total cool und das ist ja total alles Öko und hast du nicht gesehen und dann passiert einfach nichts. So, und jetzt ist das Papiertüten-Thema auch beendet und ich würde sagen, nach dieser kleinen Exkursion in die Welt der Nachhaltigkeit springen wir jetzt ins Speedbuild und ich wünsche euch viel Spaß.
Da sind wir schon fertig mit dem Disney oder dem 100 Jahre Disney Set von Lego 43217, 598 Teile und ein paar Teile sind über. Ich schalte mal auf die Handykamera, um euch die ganzen schönen Dinge des Sets zu zeigen. Also hier ist die Anleitung, die Kamera beiseite. Wir fangen mal mit den Restteilen an. Das ist also an Ersatzteilen übergeblieben oder als an Übrigteilen. Das ist ganz schön, kann man in die Sammlung tun. So, und jetzt fangen wir mit dem an, was wir zuletzt gebaut haben im Speedbuild. Hier sehen wir Hörni. Ich glaube, das ist mal in einem City-Set neu gewesen, das Eichhörnchen. Ich habe mir deswegen irgendwann mal wirklich ein City-Set gekauft, weil ich dieses Hörnchen habe. Egal. So, hier werden die Luftballons nämlich aufgepumpt. Außerdem ganz süß hier so ein amerikanischer Briefkasten gebaut. Und eben, wie gesagt, diese Gasflasche, mit der die Luftballons aufgepumpt werden. Dann schreiten wir zu den Hauptcharakteren des Sets. Da muss ich nochmal eben einmal peinlicherweise auf den Karton gucken. Duck, der Hund. Nicht Dog, sondern Duck. Duck, der Hund. Süß. Dann natürlich Mr. Carl Fredriksson mit seinem... Hier mit seinem Gehstock. In Amerika gibt es die, haben dann unten so vier Dinger, mit denen die aufsetzen. Das hat man hier mit so einem Rollschuh gelöst. Also so ein Wasserhahn, an dem dieses Rollschuh-Ding montiert ist. Ich habe ihm in diesem Fall habe ich ihm mal das grimmige Face aufgesetzt. Also er hat auch ein etwas freundlicheres Gesicht, aber es war mir wichtig, weil da sieht er dann auch so ein bisschen aus wie im Film. Ganz anders als Russell. Russell hat ein fröhliches Gesicht und hat einen super ausgerüsteten Rucksack. Der hat alles dabei, was man braucht. Trinkbecher, Fernglas, das ist glaube ich ein Megafon oder so, ja genau. Und eine Pfanne und eine Gabel und alles, was man so braucht. Wunderschöner Print da auf seinem Bauch. Bin jetzt gar nicht sicher, aber das wird exklusiv sein. Da bin ich ziemlich sicher. Ob die Cap auch exklusiv ist. Naja, ihr werdet es besser wissen und es mir sicher unten in die Kommentare schreiben. Bei ihm, bei dem Print, bin ich mir auch sicher, dass der exklusiv ist. Er hat die kurzen Beine, aber die beweglichen kurzen Beine, während Russell die noch kürzeren Beine hat, dual molded, aber nicht beweglich sozusagen. Ne? Wunderschöne Minifiguren, muss ich wirklich sagen. Wunderschön in diesem Set. Ich weiß nicht, das wird der Spielwareninvestor wird es besser wissen, ob man damit dafür dann irgendwann mal viel Geld kriegt. Aber ich werde sie ja nicht verkaufen, sie bleiben ja bei mir. So, jetzt müssen sie aber mal weg.
leider, weil jetzt kommen wir zu dem Haus an sich. Ich fange mal ganz unten an. Ich finde, es ist schön bunt. So war es in dem Film auch. Es ist halt ja ein Animationsfilm und die sind in der, also zumindest in diesem Fall, hat, ist das diese Farbgebung. Wir gucken uns mal die Hausfront an. Ich lasse absichtlich nochmal das Dach so ein bisschen weg, aus Gründen. Ist schön gemacht hier mit dieser, mit diesen Ferngläsern. Dann diese Fensterscheiben, hier diese Laserkanonen so drüber. Das zieht sich so architektonisch durch. Hier unten ist nochmal so ein Anschluss. Ich bin mir sicher, das war im Film, spielte das irgendeine Rolle. Ne, die Tür ist natürlich gedruckt, geklebt von beiden Seiten. Es sind viele Kleber dabei, aber in diesem Fall verzeihbar, weil ich finde, die meisten Kleber stellen Bilder dar. Also da geht es ja um sehr viel um Erinnerungen und alte Zeiten. Und hier sind halt sehr viele, hängen halt sehr viele Bilder in diesem Haus. Da zum Beispiel oder da oben oder auch da hängen ganz viele Bilder. Und darum geht es ja in diesem Film auch oder in dieser Geschichte. Das Grammophon ist ganz süß gemacht. Das hier ist ein Tropenhelm. Als Grammophonlautsprecher, denn hier ist diese trutschige Stehlampe, hinten ist ein Geldspeicher oder Geldglas. In der Mitte ist nichts auf der Fensterbank, das ist ein bisschen schade eigentlich. Oder ich habe was vergessen, das kann natürlich sein. Aus den Ersatzteilen kann man da sicher noch was bauen und da liegt ein Brief. Und hier ist dann nochmal ein Bild über dem angedeuteten kleinen Kamin, der in einem Schornstein mündet. Hier oben gibt es einen Fernseher, natürlich mit Klebi. Warum der so rumsteht, weiß ich nicht, denn es gibt gar keinen Sessel, oder so, in dem man den gucken kann, aber es ist ja auch Quatsch. Da hinten ist noch eine Kiste, da liegt ein Buch drin. Hier ist das Bett, finde ich sehr schön, mit so einer Patchwork-Decke. Also so bunt aus bunten Teils natürlich zusammengesetzt, aber soll eben so aus bunten Flicken zusammengesetzt sein. Und man guckt, wenn man im Bett liegt, nicht auf den Fernseher, wie es heute üblich ist, sondern eben auf das Bild der Kinder, soweit ich weiß, wenn ich mich an den Film erinnere. Das Dach ist so geklappt. Das kennen wir von den Weihnachtshäusern auch schon. Ich zeige auch nochmal hier den Hahn da oben. Unten drin ist auch noch irgendwo ein Vogel, da auf dem Kaminsims, da der rote, da sitzt er. Und hier ist noch ein Blümchen. Dann habt ihr das alles schon mal gesehen. Und nun kommen wir natürlich zu dem eigentlichen Highlight, den Ballons. Das Haus fliegt ja mit Ballons. Man muss fairerweise, hier ist übrigens noch, den Hahn habe ich eben gezeigt, ne? Man muss fairerweise sagen, es sind ein paar wenig Ballons für das Haus. Also ich glaube, in dem Film an sich waren das mehr. Also letztendlich ist es technisch ja eh sowieso egal. Es wird auch nicht funktionieren, egal wie viele Ballons da dran sind. Aber ich finde, es sieht ein bisschen dünn aus. Also hätten ruhig mehr sein können. Aber an sich ist es trotzdem schön. Es ist schön, passt farblich, farbstimmungsmäßig, passt das alles zusammen. Und auch hier mit diesem kleinen Vorgarten, der dann natürlich bleibt, während das Haus dann so langsam entschwebt. Ne? So war der Film. Er wird noch ein bisschen weird, aber das könnt ihr euch dann ja selber angucken. Ich meine, sogar auf Disney Plus kann man sich den jederzeit angucken. Ist doch schön geworden hier mit den Ballons. Insgesamt ein schönes Set, hat mich sehr darauf gefreut und freut mich auch sehr, dass ich euch es zeigen konnte. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und findet das genauso süß wie ich. Ob es jetzt mein Set des Jahres wird, würde ich jetzt nochmal abwarten, was noch so kommt. Aber ich mag solche Dinger und ich glaube, ich werde mein gemocktes, aus Chinas Steinen gebautes Set, das wesentlich kleiner ist, aber so mit Tensegrity funktioniert, das werde ich, glaube ich, rausschmeißen und durch dieses hier ersetzen in meiner Straße, auch wenn es maßstabsgemäß ist. Wobei, in dem Film, naja, ich will nicht viel spoilern, aber in dem Film steht das ja auch, dieses Haus hier zwischen großen Häusern. Ob das zwischen meinen Modulars, sieht wahrscheinlich komisch aus, aber ist mir scheißegal. Wird so gemacht. Ja, schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was ihr von diesem Set haltet, ob ihr es euch kaufen werdet und dann danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin sage ich Winke, Winke und macht's gut. Tschüss.